Aika ist ja ein Digitalisierungskolleg, diesem kryptischen Namen Aika. Das steht eben für Artificial Intelligence in Culture and Arts. Und da machen wir spannende Formate und hoffen, die Studenten digital vorzubereiten. Ja, ich bin Dr. Esther Fee Feichtner. Ich habe die Leitung seit letztem April für das Aika-Projekt. Ich bin Helena Held und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Aika und bin vor allem dafür zuständig, die künstlerische Perspektive auf KI zu haben und eben auch den Impetus mit einzubringen. Das Wichtigste bei der Konzeptionierung der Projektwerkstatt war für mich eigentlich immer, dass jemand mit einer eigenen künstlerischen Idee kommen kann und Leute finden kann, die da Lust haben, dran mitzuwirken. Das als zweiten Punkt, dass man sich eben, sagen wir mal, spielerisch, ohne dass jetzt eine Aufgabe von außen aufgedrückt wird, sich eben technisch vertiefen kann. Wir haben ja auch viele Leute, die haben noch nie in ihrem Leben programmiert und kommen jetzt halt das erste Mal eben mit einem künstlerischen Thema als Einstieg zu einer technischen Umsetzung. Und und auch ein bisschen zu zeigen, dass das eben alles machbar ist und dass das alles kein totales Zauberwerk ist. Meine Hauptmotivation für die Projektwerkstatt war, künstliche Intelligenz besser kennenzulernen. Also ich habe die bei der Immatrikulationsfeier das ein bisschen... gab es einen Vortrag über künstliche Intelligenz und dachte ich mir, wow, okay, als Musiker sollte man vielleicht auf den Zug aufspringen und möglichst früh damit anfangen, sich da ein bisschen auszukennen, damit man dann nicht irgendwann ins kalte Wasser geschmissen wird. Ich finde, es ist wichtig, Kompetenzen an der Schnittstelle von KI und Kunst zu vermitteln, weil verschiedene Disziplinen immer im Austausch miteinander bleiben sollten, sich bereichern sollten und nicht in ihren eigenen Bubbles feststecken. Und diese Schnittstelle hat ganz viele Potenziale, die für beide Seiten extrem wichtig ist. Für den technologischen Gebrauch wahnsinnig wichtig, auch kreativ zu werden, aber auch für die künstlerische Seite, Technologien zu verstehen und zu verwenden. So, I am a postdoctoral researcher at Hochschule München, University of Applied Science. And I am also involved in this course as a scientific coach. And so I'm here to make sure that students understand the technology, but also help them to overcome the obstacles they have on the technical and scientific level. So yes, I'm here to push the least, I mean everyone, but especially the least technical profiles to overcome the fear of using this technology, but also to debug, to help them understand what's going on under the hood. I learned many things during this project workshop, starting with my understanding of artificial intelligence and its use within creative industry. Of course, I knew about a few things here and there, but hearing all these use cases from the experts was really an eye-opener. And I learned to work in a team. I learned to form collaborationships, partnerships with external partners as well, who could support us in this project. So yeah, overall it was great.